mit Lars. Hallo, ich bin der Lars und wir sind zurück und haben Spaß. Guten Tag, Lars. Mit Elektroautos! Und zwar, ey, warte mal. Lass ehrlich? Mach mal doch mal leise. Oh. Warte. Guck mal, wenn du jetzt hier einfach Gas gibst, mach mal Bremse und Gas gleichzeitig. Nur Reifengeräusche. Oder wenn du einfach Gas gibst, hörst du nur den Elektromotor. Hör ganz genau hin. Ja, ist ganz leise. Übel nice. Okay, um die Elektroautos jetzt nochmal richtig zu demonstrieren, wir fahren jetzt einfach beide los, einfach nur vorne drücken, ja, auf 3 und wir werden bemerken, es wird keine Motorengeräusche geben, sondern nur Reifengeräusche. Ja, okay. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, was? Die hört sich echt an wie so Elektroautos. Das ist so leise, die sind auch sauschnell. Ja, gell, die geben richtig schnell Gas. Hier muss man bremsen. Ey, da hab ich dich. Ciao, aua, Lars. Aua. Oh mein Gott. Aua, ey, da vorne ist sogar schon die Strecke, die wir fahren werden. Das heißt, wir werden hier einen kleinen Parcours selbstverständlich fahren. Wir machen hier erstmal so einen kleinen Abstecher hier in dieses Village. Wohnen hier Menschen eigentlich? Nee, oder? Ich glaube schon. Doch, natürlich. Das sind so kleine Wohnhäuser. Alter, das wird so interessant sein, einfach mit einem Elektroauto jetzt mal einen Parcours zu fahren. Vielleicht ist es doch... Oh mein Gott, was? Guck mal, wie dieses Elektro... Oh, was? Das Elektroauto kann einfach so fast 90 Grad hochfahren. Oh, was? Oder 45 Grad? Nee, das ist ja fast 90 Grad eigentlich schon, ne? Das ist ja... Yo, ach so, da gibt's Dings. Oh nein. Bei Lars fängt es schon richtig an. Okay. Ich habe das nicht gesehen, dass es da sowas noch gibt, so... Alter, das ist so krass, wie diese Autos hier fahren. Mit dem Elektroauto Parcours zu fahren, ist so lässig. Das ist leise, weißt du? Und es gibt sofort Gas. Ja, das stört nicht. Es gibt direkt Gas. Kann man damit auch einen Burnout machen? Hey, man kann damit auch einen perfekten Burnout machen. Guck mal, das ist ja richtig nice. Und wie schnell fährt es rückwärts? Kann es auch rückwärts? Oh, Alter, es fährt auch richtig schnell rückwärts. Jo. Warte mal. Mann, ich habe jetzt so lange keine Rennen mehr gefahren. Ich bin ein kleines bisschen... eingerostet. Alter, guck mal, man rutscht nicht mal damit weg. Das Auto rutscht nicht mal weg, Lars. Du kannst einfach aus einer wirklich richtig steilen Lage einfach so Gas geben. Das fährt einfach. Alter. Alter, ich habe da unten einfach wie so ein Smiley gedriftet. Da sind einfach 2 Augen, ein Mund, eine Nase und 2 Beine. Yo, was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Wo bist du, Lars? Lars? Nirgends. Ich bin unterwegs. Hab dich gesehen. Lars, musst du erstmal wieder in das Parcours-Game wieder mit reinkommen. Alter. Als ob du... Na klar habe ich das mit Anhieb geschafft, Lars. Bin doch Elektroautomat. Alter, ich verstehe das nicht. Alter, also ich habe beim ersten Mal bis easy hinbekommen, aber jetzt kriege ich es gar nicht mehr hin. Ei, dieses Auto hat auch so einen guten Wendekreis. Es kann einfach hier so zack darüber fahren. Und zack hier rüber fahren. Lars, du musst mich einholen. Hilfe! Ich komme. Oh, jetzt muss man hier, Er fliegt einfach drüber. Das ist der Lars, den wir lieben. Das ist der Lars, den wir brauchen. Den Rage Lars. Aber er fliegt halt einfach zu weit. Wieso macht er das? Bist du noch an diesem ersten Ding, wo man so nach links Ja, Mann. Ist? Der ist eben einfach so da drüber geflogen. Nein. Mein Elektro. Was passiert, wenn ich ins Wasser lande? Explosion. Nee, was passiert eigentlich, Lars, wenn ein Elektroauto ins Wasser fällt? Ist es dann sofort kaputt eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaube schon, oder? Was passiert eigentlich, wenn es draußen regnet? Geht dann ein Elektroauto kaputt? Nein. Das wäre voll krass, wenn das so wäre. Da passiert, glaube ich, nichts. Ich denke auch nicht, sonst wären ganz schön viele Autos... Oh mein Gott! Alter, was? Ey, aber die haben sich auch gedacht so, ey, ich habe da so eine Idee. Lass mal richtig wenig Checkpoints machen. Also es sind schon wenige Checkpoints, das stimmt, aber man muss auch sagen, dieses Elektroauto, das gibt aber auch Gas, Das driftet auch so widerlich. Das gibt so schnell Gas, du drückst einmal nur kurz, also ich habe wirklich noch nie so wenig Gas geben müssen, da kommt auch immer sofort dieser Spoiler hinten aus dem Auto raus, siehst du das auch immer? So, oha. Guck mal, man muss hier, normalerweise muss man immer so ein bisschen Anschwung nehmen, wenn man zum Beispiel sowas machen möchte. Aber hier beim Elektroauto kannst du einfach hochkraxeln, Lars. Du musst keinen Anschwung für irgendwas nehmen. Das Elektroauto kann aus jeglicher Steigung irgendwie sofort Gas geben. Ey, und sofort fahren. Nee! Oh Mann, ey, jetzt bin ich hier schon so lange dabei und es ist alles das Gleiche. Das ist wirklich... Okay, diese Lars. Eine dumme Kurve, wirklich, diese...
Lars, ich hasse diese Spiele. Ich hasse diese Spiele. Ich weiß, warum es bei mir kein GTA gibt. Ich weiß, warum es einfach bei mir auf dem Channel kein GTA gibt, weil das ist einfach dumm. Ist es nicht dein Lieblingsspiel, GTA? Er fährt zu weit! Und er fährt mal wieder viel zu weit. Alter, ich finde, das Auto sieht auch richtig cool aus. Ich sag mal, sind das so Audi-Ringe eigentlich da drauf? Das Auto hat vorne so Audi-Ringe, oder? Das ist wie so ein Audi-Fake. Ich glaube, das ist ein Audi e-tron, kann das sein? Das ist so ein Fake davon. Ja, Audi e-tron GT ist es. Audi e-tron GT, ich glaube, so heißt es wirklich, ne? Das erinnert wirklich so daran. Voll krass, Mann. GTA faked richtig die Autos. Ja, aber kann man da nicht irgendwas sagen? So, yo, das ist gefaked oder so? Nee, ich glaube, die faken das so, dass es gerade noch so nicht 1:1 ist, weißt du? So, aber ich muss schon sagen, dieses Logo auf dem Auto hinten drauf, das sieht schon sehr nach Audi-Ringen aus. Nee. Oh, yo, was ist das denn hier? Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen vor... Was? Wie soll ich denn da drauf kommen? Elektropower! Okay. Oh, no! Alter, man kann doch unter dem Auto die Elektrolade, die Batterien sehen. Krass, Mann. Hätte ich nicht gedacht. Jo, Alter, Lars, du musst mal, drück mal auf V. Da kannst du mal so aus dieser Ego-Perspektive fahren. Das ist auch richtig nice, Mann. Du merkst, du siehst so richtig, wie schnell das Auto so auf 100 beschleunigt. Oh, das ist wo muss man lang? Nach rechts? Nach rechts oder nach links? Man muss am Anfang nach rechts und dann später muss nach links. Du musst den Checkpoint hinten. Da ist der Checkpoint, ja. Oh mein Gott. Understand. Ganz I understand vorsichtig. This. I understand this, please. Alter. Hello, sir. Das wird, oh, das I'm under the water, please help me. It's too much raining. Oh, der gibt so eklig Gas. Oh. So. So. Yo, wie eng sollen das hier noch werden, Mann? Ja. Und fahr einfach durch. Nein, jetzt muss ich alles nochmal neu fahren. Er muss da. Muss ich jetzt wirklich nochmal komplett von... Och, Junge. Nein! Ich muss mehr Gas geben. Ich muss mehr Elektrogas geben. Oh mein Gott. Alter, man darf Alter, er fliegt. Alter, ich habe kein bisschen Gas gegeben. Wirklich, das war so langsam. Und er denkt sich einfach so... Ich bin eine Rakete. Er hat kein bisschen Gas gegeben. Das, meine werten Damen und Herren, ist nicht gut. Uiuiui, ui, ganz ruhig. Ode, 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 ode. Och, Leute, das hier... Übrigens, Leute, was wir noch gar nicht erzählt haben, wir haben manche von euch auf dem Oktoberfest getroffen in München. Dafür nochmal ein großes Lob. Danke, dass wir euch treffen durften. Es war sehr cool. Und Lars war übrigens auch dabei. Kannst du lügst du? Also ich habe da niemanden gesehen, Roman. Wir sind Roman. Genau, auf dem Oktoberfest. Hast du das schon vergessen? Vielleicht können ein paar Leute in die Kommentare schreiben, die aus München kommen, die auch auf dem Oktoberfest waren. Oktoberfest. So. Geht das Oktoberfest eigentlich den ganzen Oktober? Ich glaube, das fängt im September an und hört im Oktober auf. Warum heißt es nicht Septemberfest? Warum heißt es Roman. Nicht, ich will einen Döner? Oh, vorsichtig. Jawohl! Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Oh mein Gott, aua. Ja, das wird jetzt, das ist es jetzt. Das werde ich nicht schaffen. Wie jetzt? Weil das hatten wir schon öfters mal, dass dieses, da wo man einfach die Räder stillhalten muss. Ach so, meinst du das in der Mitte, wo man in der Mitte fahren muss? Das habe ich gerade eben geschafft, Mann. Hui, jetzt fahre ich hier so eine richtig crazy Strecke. Oh, richtig Vollgas! Juh! Oh, Also ich sag euch ganz genau das, so wie es ist, dass wenn diese zwei Dinger da sind und du mit beiden Reifen so mittig fahren musst, das ist so asozial, dass der Typ da noch so ein Rohr in die Mitte gemacht hat. Ist so asozial, wirklich. Das Rohr in die Mitte, ja, das ist doch richtig nice, Mann. Aber ich hab's schon geschafft, Mann. Aber es ist machbar, ist machbar. Du kannst auch, das Elektroauto bremst auch die ganze Zeit für dich, weil das rekuperiert, weißt du, ich meine? Oh, ich habe jetzt mein Handy rausgeholt. Boah, ich habe so eine neue Tastatur, Lars. Ich habe da kein Numpad mehr drauf. Das heißt, ich kann das Auto während des Flugs nicht kontrollieren. Das ist gar nicht mal so gut, muss ich sagen. Oh Gott. Wo muss ich denn hier lang? Was? Hol dir doch einfach einen Controller, du Fischkopf. Lars, ich mache hier schon Geschichte, Digga. Aber den Trichter. Fertig. War es so schnell? Ja, ich habe dich einfach gerade komplett auseinandergenommen.
Ganz vorsichtig, Lars. Komm, du schaffst es noch. Du hast noch 19 Sekunden. Gib einfach Vollgas. Nein! Hast du es geschafft? Ich hab's ja, ja klar. Nein, Mann. Im Ernst? Aber warte mal, war das schon die lange Strecke? Nee, das war ja erst die kurze. Das, was jetzt kommt, ist die lange dann. Oder gib Vollgas, Mann. Willst du mich veräppeln? Nee, gib Vollgas, gib Vollgas. Nein, du hättest es fast geschafft, Mann. Oh, wirklich? Schade. Ja, Mann, du warst kurz vorm Ziel schon. Alter, meine Güte, meine Güte. So unfair. Jeder, der dieses Spiel spielt, ist unfair. Was? Ey, ich bin Level 40. Juhu, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.